Ni hao, meine lieben Reisverkäufer, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Leute, ihr feiert, ich bewerte eure Account und das letzte Video war, ja, ich schätze so 2 bis 3 Monaten her. Ich habe mir gedacht, wir werden mal wieder dieses Format einführen, beziehungsweise ich werde das wieder so einmal in 2 Wochen oder alle 2, 3 Wochen einmal machen, Leute. Und wenn ihr sowas feiert, lasst auf jeden Fall unbedingt einen Daumen nach oben da, Leute. Lasst ein kostenloses Abo da, falls ihr nichts verpassen wollt. Und aktiviert die Glocke. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video. Bald werde ich auch wahrscheinlich wieder jeden Tag streamen. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Leute, falls ihr auch mitmachen wollt beim nächsten Ich bewerte eure Accounts, ab und zu mache ich einen Tag vorher. Beim Intro schon sage ich euch, dass ihr euch meine Sachen bzw. eure Daten reinschreiben sollt und dann werdet ihr automatisch teilgenommen bzw. ich werde einfach zufällig 5 Accounts oder 4 nehmen und ja, mit Glück seid ihr beim nächsten Video dabei. Und zwar habe ich jetzt hier einen, der heißt Alex Brawl Stars auf YouTube. Er schreibt: Moin Landi, ich bin in dem Club SK Ceachi, ich hoffe, man liest den Namen richtig, heiße Alukilias, aber hier ist nur ein Alukas bzw. Alkulas. Ich hoffe, das ist der richtige. Ich hoffe, der hat den Namen nicht jetzt schon geändert. Haben 24k. Mein Lieblingspin ist Piper Herz. Ich spiele seit 2 Jahren, habe zwischendurch mal Pause gemacht, bin aber jetzt aktiv. Würde mich freuen, wenn du mich bewertest. PS, du bist mein Lieblings-YouTuber. Mach weiter so. Gucke dich, seit du Mr. Peter auf 35 gemacht hast. In Klammern, wo du noch mit deinem Handy gespielt hast. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus an dich, Alex. Ja, ist auf jeden Fall mega, mega nice. Ich glaube schon 2 Jahre her, wenn ich mich nicht täusche. Ja, wir gucken uns mal deinen Account an. Er hat 24.000 Pokale, Leute, aber er hat auch Pause. Also er spielt seit 2 Jahren, hat zwischendurch mal Pause gemacht, hat wahrscheinlich wieder angefangen. Ziemlich solide, Mystisch 2 im Club. Gold 1 im Team, Gold 2 in Solo. 3.200, 3 vs 3. Ja, er spielt gut 3 vs 3, das gefällt mir. Insane 2, also für einen Casual-Spieler, Leute. Ist er auf jeden Fall in den Durchschnitt drinnen, denke ich. Oh, er hat Mortis auf Power 10. Oh, er hat sehr hohe Brawler tatsächlich, Leute, ne? Also, jetzt mittlerweile Power 9 ist jetzt, klar, sagt man, ist nichts Besonderes, aber ich finde das trotzdem noch sehr, sehr nice. Er hat einen Mortis 10. Ein 750er Shelly ist auch nice. Oh, der Account war sogar ziemlich max. Also, ne, 9, sehr viele 9er. Natürlich weiß ich jetzt nicht, ob er Star Power hat. Hier unten fehlen ihm sehr viele Powerpunkte, aber dafür, dass er 2 Jahre spielt, eine Pause ab und zu mal macht, ist das ziemlich solide. Ich würde dir einfach auf neutral eine 3 geben, tatsächlich. Dein Profil sieht nice aus, kannst aber auf jeden Fall noch viel machen. Gerade, ja, dein Power 10er kannst du zum Beispiel easy pushen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, warum du Tick auf Power 10 gemacht hast, weil es gibt viel bessere Brawler als Tick zum Pushen. Aber ansonsten denke ich, mit einer 3 bist du ziemlich gut dabei. Für deinen Account. Die fehlen noch 4 Brawler. Ich glaube, Legendaries, wenn ich, ja, Spy Crow, ne? Sehe ich schon. Spy Crow, Mac, ja. Legendaries zu ziehen ist nicht so einfach. Aber er hat Sandy und Amber, was schon sehr, sehr nice ist. Wie gesagt, ich gebe dir auf jeden Fall eine 3. So, meine Freunde, der nächste Account ist in dem Club Utopia Elite. Er schreibt: Name Squash, Club Utopia Elite, ca. 42. 1400. Ich spiele seit circa 3 Jahren. Okay. 43k. Squash, das ist der hier. Genau. Squash. So. Legendary 1 im Club, das ist sehr, sehr nice. Ich glaube, Utopia Elite hat aber auch ein Legendary 3 bis Master Club, oder? Wenn das diese. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall. Ja, sein Profil sieht sehr, sehr nice aus. Er hat alle Brawler, Leute. Alle Brawler. Ist ein, ja, ich finde sogar sein Profil echt sieht gut aus, Leute. Also 3 vs 3 Wins hat er gut. Gute Solo, gute Duo Wins. Bei mir sind ja meine Duo Wins. Ich habe nicht so viele Duo Wins. Insane 2, oh, High Boss Fight hat er abgeschlossen. Ich würde vielleicht noch Robo Rumble durchspielen und Rampage. Das sieht sehr nice. Most Challenge Wins 13, muss ich ehrlich sagen, ist schwach, Leute, weil Challenges zu gewinnen ist wirklich einfach. Auch gerade, weil er, ja, anscheinend fast Max ist. Der war wahrscheinlich vor dem Update Max. Aber sonst ist es ein sehr, sehr geiler Account. Ein sehr, sehr geiler Account. Power 11 Colt. Die Brawler pusht er gerade so langsam hoch. Rang 30.
Spike, Rang 30 Stu. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, dein Account. Ja, das mit der Challenge, muss ich ehrlich sagen, das sieht nicht so geil aus. Aber ansonsten, Trophäen, es ist okay, ist jetzt nicht das Beste, aber ihr seht, er hat auch... Leute, Trophäen ist aktuell sehr viel Zeit investieren, ne? Selbst ich habe ja nicht so viele Trophäen. Aber nichtsdestotrotz würde ich dir tatsächlich eine 2, ja? Ja doch, ich würde dir eine 2 geben. Dein Account sieht schon ziemlich nice aus. Das mit dem Power Level 11er und 10er, das ist auf Dauer ganz entspannt, ne? Aber ansonsten sieht dein Profil doch ziemlich nice aus. So Leute, der nächste Kandidat ist in AFGM Germany. Dort bin ich rausgegangen und viele andere auch. Affirmation Germany ist jetzt sehr, also komplett neu. Da sind, ich glaube, über die Hälfte der neuen, also über die Hälfte, die jetzt im Club sind. Das sind sogar fast alle. LOL. Ich sehe gerade, LOL, dass ich es jetzt. Es sind gerade nochmal 4 Leute von früher drinnen oder 5. Der Rest sind alles neue Leute. Das sehe ich erst jetzt, LOL. Ich habe nur Mo. Mo war drinnen schon vorher. Radan. S1, Deoxys. Das war's, LOL. Anubis und High First. 6 Leute. Der ganze Club ist auf jeden Fall neu. Aber interessant, er schreibt. Jetzt muss er so, spiele seit 2018 und habe 40.000 während 2 Wochen Season gemacht. Seitdem paar 35 und bin jetzt sehr inaktiv, weil es nicht mehr so viel Spaß macht. Kann ich verstehen, Leute. Also aktuell für mich persönlich hat Broadstars auch sehr, sehr gesunken. Ne? Sunreal heißt der. Sunreal, so. Ein Duo-Showdown-Spieler. Das hatten wir ja noch nie in Ich bewerte eure Accounts. Ja, Club League ist Rick der Master, ist auf jeden Fall. Ne? Also der Club ist der Master. Ja, also Trophäen overall ist nichts Besonderes, also 30.800, ne, aber 54 Brawler, aber du spielst ja nicht aktiv, muss man sagen. Und hat, ja, ich sehe es schon, er hat alle Brawler low, ne. Ich würde dir deswegen aber auch nur eine 2 geben, weil das ist jetzt nicht, klar ist der Account ziemlich geil, aber du hast sehr lowe Trophäen. Ich sehe auch eigentlich ein Brawler nur. Ja. Er hat 2 Brawler auf 35. Ja. 3. Ja, doch, ich würde dir eine 2 minus geben. Oder eine 2. Ich gebe dir eine glatte 2. Dein Account sieht zwar ziemlich nice aus, aber kannst halt noch sehr viel pushen. Die Brawler sind alle sehr low rang, ne? Also 26, 25 und so. Da kannst du auf jeden Fall noch viel machen, deswegen nur eine 2. Oder was heißt nur eine 2? So Leute, der letzte Account und zwar ist das Luki, der Schlawiner. Luki hat ein sehr gutes Profil, aber Luki, dazu muss ich sagen, Duo-Wins, Leute, er hat sehr, sehr viele Duo-Wins, er hat, ja, so vom Profil her muss ich sagen, Triple Masters auf jeden Fall nice, Challenge-Wins ist auch sehr gut, Robo-Rumble ist das durchgespielt, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ja, aber Boss-Fight hat er nicht durchgespielt, Rampage hat er nicht durchgespielt, das gibt dicke Minuspunkte. Nichtsdestotrotz hat er einige Rang 35er Brawler auch mit mir tatsächlich gemacht. Und ja, ansonsten ist das tatsächlich der beste Account wahrscheinlich, den ich bisher angeschaut habe, von den Accounts, die ich jetzt bewertet habe. Ihr könnt ja mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Und ja, sonst du, werde ich ihn auch noch helfen dann. Mortis hat er auf Rang 35, Mac, Rosa. Rosa hat er, glaube ich, mit mir gemacht. Ansonsten ist das ein sehr solider Account, deswegen gebe ich dir eine 1-. Und geht auf jeden Fall besser. Nichtsdestotrotz, meine Freunde, würde ich sagen, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao, ciao.